Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit einer Folge Metro Exodus. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und jetzt sollen wir den Hafen überfallen. Okay, schauen wir hier nochmal. Hier ist aber nichts weiter. Ich dachte, hier war noch eine Werkbank drin. Habe ich gedacht, aber ist nicht. Weil wir müssen dringend mal wieder eine Werkbank finden. Okay, wir machen den Einsatz per Nacht oder bei Nacht. Und ich denke mal, dieser Einsatz wird nicht leicht, Freunde. Okay, wo muss ich jetzt überhaupt lang, gell? Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Da geht's nach oben. Na, verdammt. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, ich denke schon. Ja, wir müssen nochmal zurück. Die andere Tür nehmen. Ich denke mal, dass wir hier irgendwie runterkommen. Okay. Ich muss auch sagen, bis hierhin, bis jetzt gefällt mir dieses Spiel Metro Exodus sehr, sehr, sehr gut. Ein absolut klasse Singleplayer. Okay, gibt es hier noch eine Treppe? Nee. Klettern wir hier übers Geländer auf den Container. Okay. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Nochmal auf die Karte gucken. Moment. Wir müssen darüber, okay. Oh, scheiß Husten immer. Entschuldigung. Die Atmosphäre ist echt klasse, du. Spannung pur hier. Oh, ich dachte, das war ein Gegner, aber es ist ja einer von uns. Okay, die Gegner sind da vorne. Psst, 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 ganz leise. Die dürfen nicht entdeckt werden. Ich versuche das hier mal Stealth zu machen. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert, aber ich versuche es auf jeden Fall. Okay, da ist jemand. Okay, Moment. Wir müssen jetzt genau aufpassen. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Okay, beobachten wir ihn hier mal. Wo geht er jetzt hin? Aber ich, oh, da kommt er wohl nicht hier rüber. Unbegrenzte Wächter, na toll. Also wimmelt's hier von Leuten. Oh no. Und? Was gibt es in der Stadt? Nur den Markt. Die Stadt ist, weißt schon, weg. Aber die Vier sind noch da. Als der Fluss also sauberer wurde, begannen sie dort zu sein. Ich war auch da und habe dort dekontaminiert. Das ist mir zu gefährlich. Pass auf, links von Wo denn, wo denn? Ja, ich habe den gesehen da links, ja. Den beobachte ich schon die ganze Zeit. Aber das ist mir alles zu gefährlich hier. Kein Bock, entdeckt zu werden. Wir gehen mal hier hoch. Mal gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Dieses Spiel ist einfach Weltklasse. Da macht ihr voll den Lärm. Aber gut, es hört uns keiner hier oben. Okay, kommen wir hier runter. Wir springen hier mal auf die Container.
Oh, wir haben es ohne Verletzung überlebt. Das ist gut. Wir machen hier mal das Feuer aus. Immerhin ein Schuss. Besser wie gar nichts. Okay, wir sind hier definitiv falsch. Wir müssen da rüber. Oh no. Okay, wir müssen da hin. Oh shit, da geht schon einer. Psch, 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 psch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wird das schon wieder hell oder was? Oder ist das der Mond, der so hell scheint? Oh shit, 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 psch, psch, psch. Okay, er hat uns nicht gesehen. Glück gehabt. Natürlich mit. Nee, so nicht. Oder? Moment mal. Den habe ich doch schon. Was sind das für Angaben? Hinter mir, der ist doch schon erledigt. Den habe ich doch schon gekillt. Oder schlafen gelegt. Was ist das denn? Was ist das denn für ein grüner Strahl? Habt ihr das gesehen? Da? Hier ist doch niemand. Der ist doch schon. Der schläft doch schon. Anna, was machst du hier für Angaben? Hier, da unten sind auch noch jede Menge Leute. Verdammt. Echt nicht einfach. Ich hoffe, dass wir so durchkommen, ohne entdeckt zu werden. Darf mir auch keine Fehler erlauben. Dann war's das. Okay, machen wir das Licht aus hier. Du sollst das ausmachen. Okay, der am Lagerfeuer. Moment, Moment. Na, schießen wir jetzt nicht die. Wäre jetzt nicht die Lösung. Verdammt, wie mache ich das denn am besten? Hm, am besten wäre es mit dem Messer, ne? Okay. Und dazu müsste der sich erstmal wieder wegrennen, der Arne da. Damn it. Hau ab. Oh, jetzt geht er. Das ist meine Chance. Wieso wirft er jetzt das Messer nicht? Hä? Ich hab das Messer ausgewählt. Verstehe ich nicht. Ah, jetzt kommt der wieder zurück da, oder was? Der soll abhauen. Verdammt, nun los. Hau ab. Er hackt da hinten Holz. Da hinten läuft noch einer. Oh Mann, drei, vier Leute hier. Verdammt, das wird nicht einfach. Oh, er dreht sich wieder weg. Das ist meine Chance. Ah, jetzt habe ich vergessen, das Feuer auszumachen. Oh nein. Sicher!
Was zum Teufel? Hey, warum liegst du am Boden? Was ist das? Beim Lagerfeuer! Scheiße! Vergesst das Feuer auszumachen, jetzt haben sie ihn entdeckt. Oh nein, ey, das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Na egal, jetzt ist es zu spät. Okay, was soll's? Ah, jetzt wurde ich entdeckt, jetzt geht's los. Alter, da hab ich gesehen, wie der geflogen ist. Voll übers Geländer rüber, ey. Oh, shit, 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 shit. Okay, wir müssen versuchen, da aufs Schiff zu kommen. Jetzt gucke ich aber erst noch mal hier. Ein paar Pilze sammeln. Chemikalien sozusagen. Einmal frei. Okay, gehen wir wieder zurück. Wir müssen aufs Schiff kommen. Auf das Schiff. Was ist das denn hier? Miller? Nee, das war nicht Miller. Ein Generator. Fällt doch gar nicht auf, dass der jetzt plötzlich aus ist, hä? Nachtsichtgerät ist echt vom Vorteil. Ich habe mich ergeben. Die Frage ist nur, was er jetzt macht. Wieso ergeben die sich? Hä? So kann ich den jetzt nicht töten, beziehungsweise in Schlaf schicken. Hä? Oh, der wurde erschossen. Die sind gut ausgerüstet hier. Muss man schon sagen. Ja, wir müssen auch mal sehen, dass wir wieder irgendwo eine Werkbank finden. Schon gut. Ich habe mich ergeben. Kannst du mal wieder aufladen? Oh Mann, das wird eine heikle Mission hier. Mama mia. Game over. Pengel sind die hier ausgerüstet. Alter Schwede, ey. Wenigstens hat er meine Kapitulation akzeptiert. Immerhin. Nicht schießen. Ich habe meine Waffen bereits abgelegt. Wieso ergeben die sich alle? Ist ja langweilig. Weil die KI in diesem Spiel, die ist echt miserabel. Schlecht, sie ist eigentlich sehr schlecht, finde ich. Das hätten sie besser hinkriegen können. Aber ansonsten gefällt mir das Spiel absolut. Nee, der macht gleich, der guckt nur. Ey, das ist doch. Tch. Einmal muss doch der andere wehren. Oder zur Hilfe kommen, verstehe ich nicht. Das haben sie echt nicht gut gemacht mit der KI.
Muss ich hier mal ganz ehrlich sagen, das ist ein Minuspunkt. Nicht erschossen. Ich schätze, das ist ein gutes Zeichen. Okay, hier quatscht noch einer. Wo ist der? Hä? Wo ist der? Wo ist dieser Typ? Komisch, komisch. Ist hier oben oder was? Na klar. Ey, der steht da, sieht mich, aber macht nichts. Was ist denn das, ey? Also da in der KI hätten sie echt noch mehr machen können, viel besser machen können. War voll ätzend langweilig, dass sie sich auch immer gleich ergeben, nur weil so ein paar erschossen wurden. Naja, gut. Aber ansonsten ist das Spiel wirklich klasse. Okay, wir müssen weiter. Da ist da noch irgendwer. Wo ist der? Oh, Chemikalien, das ist gut. Oh, Alter, guckt euch das mal an, wie viel. Sind die hier fett ausgerüstet? Oh, hier kann ich mich durchquetschen, okay. Da ist er. Hab ich gar nicht gesehen, ne? Okay, hier quatscht doch noch irgendwer. Wo sind denn diese Typen? Und komisch. Aber geil, wir müssen weiter. Okay, kommen wir hier irgendwo rein oder irgendwie, weiß ich nicht. Schauen wir mal, irgendwie müssen wir doch hier reinkommen. Ah, hier ist die Tür. Oder hier ist eine Tür, alles klar. Klar. Zu spät falls nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Artyom, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Hurra! Alle an ihre Station und lichtet den Anker. Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Wir sollten am frühen Morgen dort ankommen, wenn der Nebel besonders dicht ist. Okay, auf geht's. Töff, 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 töff. So, den ersten Abschnitt hätten wir geschafft. Jetzt geht's weiter, Freunde. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz? Ja. Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Okay. Hey, du da an Land! Fang die Leine!
Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Fanatiker. Du bist so lustig. Blödmann. Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? An der Biegung. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hals und Bein hoch. Mussten den Kahn an Land bringen. Ihre Hochrasse gibt zwei Positionen. Wir sind dann bereit, auf euer Signal los. Verstanden? Wir machen das schon. Genau wie Vater Silantius es vorhergesagt hat. Wer ist eingetroffen? Satans Sklaven! Hast wohl die Morgenpredigt verpasst, oder? Nein, hab ich nicht. Okay. Was müssen wir hier sehen, dass wir da durchkommen hier? Ganz schön verwinkelt und verzwickt hier alles. Mir schnarcht doch einer. Hört ihr das? Das könnte ich sein. Passiert mir auch manchmal. Na gut, dass wir das Nachtsichtgerät haben. Da schläft er. Jetzt schläft er erst recht. Warum nehme ich denn immer die Waffe? Das will ich doch gar nicht. Meinst du, sie greifen vielleicht an? Wer weiß, es sind Ketzer. Möge der Zarfisch sie verschlingen. Mist, hier kommen wir nicht rein. Jetzt kommen wir doch rein. Chemikalien. Oh, das nehmen wir natürlich alles mit. Weißt du, Simon ist zurück. Zurück? Aber er und Kyrill haben doch geschworen, die Dämonen auszulöschen. Danach kommt man nicht einfach so zurück. Frag die anderen. Sie wurden von Heiden gefangen, aber ein Ketzer, einer von den Neuen, hat sie befreit. Der alte Simon hat nur keine Füße gekriegt, das ist alles. Ja toll, jetzt hätte er doch hören müssen, jetzt eben gerade. Nein, hat er nicht. Er kam zurück, machte an der Kirche ein großes Gewese und bekam auch noch seinen Willen. Jetzt sollen wir für diesen Ketzer beten, anstatt für Simon. Verstehst du das? Okay. Oh, Entschuldigung, jetzt müssen wir weiter gucken. Dieser Simon. Und dann? Dann bekreuzigte er sich, küsste den Altar und ging zurück zu den Dämonen. Ja, was ist mit Kyrill? Er wird das Beten übernehmen. Ladegerät brauchen wir wieder, oh gut. Ja, es sind nicht alle aus demselben Holz geschnitzt. Batterien alles mal wieder aufladen hier, zack, zack. Nachtsichtgerät, das verbraucht viel Strom. Energie. Wow, jetzt wurden wir fast entdeckt. Naja, das ist man ja gar nicht, was schlimmer ist. Es ist schon einen Monat her, dass jemand vom Haus des Fisches zurückgekehrt ist. Okay, kommen wir hier rein? Ah, shit, natürlich nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Einfach auf die andere Seite, das ist alles. Ich mach das schon alleine. Okay, warten wir kurz. Vielleicht verschwindet ja der eine. Wo ist das? Wo denn? Tatsächlich. Etwas zu essen wäre. Du brauchst nichts mehr zu essen. Okay, gehen wir dir mal gleich hinterher hier. Game over. Wo? Überall. Sieh dich um, deine Augen sind noch jung. Und wo, wenn du etwas siehst, verstanden? Ja. Verstehe. Okay, Moment. Hier steht einer gegenüber, glaube ich, auch, so wie ich das sehe. Ich verstehe das nicht.
Oh shit, hoffentlich kommt der jetzt nicht hier runter. Na, Glück gehabt. Alter, ist mir zu gefährlich. Allmächtiger und gerechter Gott, behüte uns vor der Berührung des Bösen, Gebote des Bösen und seiner Versuchung. Wie du auch unser Leben gerettet hast, damit wir deine Macht hier auf Erden bestätigen können, wie auch du sie im Himmel bestätigt hast. Und gib uns die Kraft, Satans Diener zu besiegen, jene zu bestrafen, die sich deiner und dir erwiesen haben. Alle Gehirnwäsche bekommen hier. Unglaublich. Okay, kommen wir hier runter? Komme ich da runter? Ohne mich zu verletzen, das ist tatsächlich. Machen wir es gleich erstmal wieder dunkel. Okay, das Angelzeug muss mit. Oh, was haben wir hier? Alles schön mitnehmen. Okay, mach's dunkel jetzt hier. Okay. Wunderbar. Hier komme ich nicht weiter. Ah, sorry, ich bin etwas müde bei der Aufnahme, aber egal. Alter Schwede. Knockout. Hier gibt's jetzt nichts weiter. Halt, was war das? Ist da irgendwas angezeigt? Nee, das lassen wir mal. Weiter, weiter, weiter. Na, hier kommen wir auch nicht weiter, verdammt. Okay, müssen wir hier lang. Altes Schachbrett da. Düb, 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 düb. Oh shit, da ist ja einer. Oh, wow, 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 wow. Moment. Da auch. Alter, nee, ne? Wie willst du das schaffen? Und ich brauche unbedingt wieder eine Werkbank, Mensch. Wir haben so viele Sachen gefunden. Da, da, da. Ach, egal, ich riskiere es. Was soll's? Ich bin's. Ich ergebe mich. Ich muss mich deiner Gnade fügen. Gnade. Ich hab keine Gnade. Ich heiße No Mercy. Das heißt keine Gnade, wenn du weißt, was ich meine. Haha. Zwei Schuss haben wir gekriegt, okay. Ja, halt doch irgendwer. Ein Kind oder was? Hört ihr das? Habt ihr das eben gehört? Da. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt lang? Jetzt muss ich ja mal gucken. Ausmachen hier. Hört ihr das? Du kommst nicht rein. Und jetzt komme ich doch rein. Sorry, dass ich nicht so viel quatsche, so wirklich, weil ich etwas müde bin. Hätte die Aufnahme doch verschieben sollen, aber jetzt ist egal, jetzt bin ich dabei. Und was? Wo, warum? Warum ergeben die sich alle? Ist ja voll langweilig. Und rette und beschütze erst recht unseren heiligen Weisen Silantios, den wahren Hirten. Halt die Klappe. Ihr seid doch alle geschädigt. Ihr habt doch alle eine Gehirnwäsche bekommen.
Wie, hier gibt's nichts? Ist ja unglaublich. Was ist das denn für ein Gejaule? Wieder diese komischen Fischzeichen da, die wir schon kennen, die wir schon mal gesehen haben. Egal, ich nehme das Teil jetzt. Artyom, ich bin fast am Ziel. Und bei dir läuft eine Party, wie es scheint. Komm schon, konntest du an diesen alten Ziegen wirklich nicht vorbeisteigen? Toll, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, ey. Typisch. Und die Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kochte. Und Menschen verwandelten sich in Schatten. Doch unser Kloster überlebt. Denn hier leben die Gläubigen. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen. Der hat sie doch nicht alle. Von ihnen auserwählte. Einen des Namens, Silantios. Und so sprach der Herr. Okay, Moment. Die Erde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch frei hingeht und satanische Technologie ablehnt. Wir lehnen ab. Mist, komm ich nicht rein. Und darüber hinaus. Ist das hier ein Weg? Die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk. Oh, ist er fast daneben gesprungen. Auf dass sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er. Wir lehnen ab. Wer ist doch krank? Denn die elektrische dieser Typ hier. Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Batterien Shit, wir sterben. Ja, weiter. Verdammt. Thank you.
Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Die Brückenbewohner haben letztendlich beschlossen... Okay, ich verabschiede mich schon mal von euch für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Anna hatte recht. Wir sind und macht's gut. Und wir sollen ciao, ciao. Zerstören, wie dumm sie auch erscheinen mag. Elektrizität ist eine Sünde. Ist das wirklich schlimmer als die Lügen, die uns in der Metro...